Dann würde ich sagen, fangen wir schon langsam an, damit wir auch die Zeit gut füllen. Und dann begrüße ich die Teilnehmer des Webinars heute Abend, Neustart Kulturbuchhandlung extra Tipps und Tricks zur Antragstellung. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Stefan Salomonsberger. Ich bin der Projektmanager für Neustart Kultur und ich sitze hier stellvertretend für das extra zusammengestellte Team aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Seite der BKM und des Börsenvereins, das sich um die Beratung im Rahmen des Förderprogramms sowie dann natürlich um die ordnungsgemäße Abwicklung und Vergabe der Fördergelder kümmert. Ich begrüße an meiner virtuellen Seite zunächst Frau Maren Ongsig, Leitung Ressort Buchhandel, Geschäftsstelle der Fachausschüsse im Börsenverein. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sehr gerne, vielen Dank. Auf meiner anderen virtuellen Seite begrüße ich Herrn Oliver Schenk, den viele vielleicht von Ihnen bereits kennen von unserem allerersten Webinar, das wir zu diesem Thema durchgeführt haben. Er ist Referatsleiter vom Referat K32. Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Spionageabteilung, aber nein, das ist das Referat für Grundsatzfragen, Medien und Medienkompetenz bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Auch Ihnen, Herrn Schenk, einen schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns hier noch zu unterstützen. Sehr gerne und herzlichen guten Abend an alle Teilnehmer. Wunderbar. Was erwartet Sie jetzt in dieser kommenden Stunde, die wir gemeinsam miteinander verbringen? Wie Sie vielleicht wissen, seit dem 1. September können Sie als Buchhandlung sich für die Fördermaßnahme Digitalisierung der Vertriebswege von Buchhandlungen im Rahmen des Programms Neustart Kultur bewerben. Ziel ist es, dass wir Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch den Aufbau und Etablierung digitaler Vertriebswege steigern. Rund um das Thema der Förderrichtlinien und der Kriterien, vor allem aber auch dieser Antragstellung, erreichen uns nämlich bereits zahlreiche Anfragen per Telefon, Mail, aber auch über andere Kanäle. Und diesen großen Nachfragebedarf, dem wollten wir eben mit diesem Webinar, an dem Sie jetzt gerade teilnehmen, Rechnung tragen. Unser Ziel ist es, dass wir Sie jetzt nun Schritt für Schritt durch den Antrag führen und dabei auf ganz wichtige Punkte eingehen. Parallel dazu haben Sie die Gelegenheit, wie auch bereits einige das genutzt haben, uns Ihre Fragen bitte im Forum und Antwortforum und nicht im Chat zu stellen. Ein Team steht bereit, diese Fragen zu beantworten. Fragen, die besonders häufig auftauchen und von denen wir merken, dass sie eine hohe Relevanz haben, die werden wir versuchen, in unser Live-Webinar gleich direkt zu übernehmen. Spezielle Fragen, die auftauchen, da möchten wir Sie bitten, dass Sie uns dann ja auch die Zeit geben, Ihnen die Fragen sachgemäß und ordnungsgemäß zu beantworten und die dann vielleicht gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt per Mail noch nachzuschieben. Gleichzeitig möchte ich auch Sie noch darauf hinweisen, bevor wir starten, dass wir natürlich auf unserer Website unter dem Menüpunkt Beratung und Service Neustart Kultur bereits sehr viele Informationen oder fast alle Informationen über das Programm schon eingestellt haben und dann natürlich auch schon im Speziellen über die Förderrichtlinien für Buchhandlungen. Und darüber hinaus, dieses Webinar wird aufgezeichnet und Sie finden es dann ebenfalls dort als Nachschau unter diesem Menüpunkt. Damit habe ich auch schon von meiner Seite aus genug erzählt und würde jetzt an meine Kollegin Maren Ongsig übergeben, die Ihnen zeigt, was muss ich tun, um einen Antrag im Rahmen von Neustart Kultur beim Börsenverein zu tun. Wie geht's los, Maren? Was muss ich machen? Vielen Dank für die Überleitung. Ich fange tatsächlich ganz vorne an, nämlich genau bei der Seite, die du gerade ja schon erwähnt hast, also unsere Seite, wo wir ganz viele Informationen zusammengestellt haben. Also wir sind jetzt hier auf der ganz normalen börsenverein.de-Seite und direkt oben finden Sie alle Informationen zur Förderung für Verlage und Buchhandlungen. Wir haben dann schon mal die ganz allgemeinen Sachen zusammengestellt. Wir sind jetzt aber eher hier, weil wir uns die Buchhandlungsanträge etwas näher anschauen wollen. Darum gehen wir jetzt auch sofort in den Punkt für Buchhandlungen. Wir haben hier die ganzen Texte, wir haben nochmal ganz grob zusammengefasst hier, was wird gefördert, wer kann sich bewerben, in welcher Höhe wird gefördert. Wir haben ganz detaillierte Informationen der BKM hier eingestellt, einmal die Fördergrundsätze und auch die FAQs, auf die wir später nochmal zurückkommen. Jetzt wollen wir aber einmal schauen, wie fülle ich den Antrag auf. Wir haben hier nochmal einen Kasten oben hingestellt. Wir kommen nachher im Antrag an einen Punkt, wo es darum geht, Dokumente hochzuladen.
Und hier steht eben auch schon, was brauche ich denn dafür, um es dann später hochzuladen. Am besten haben Sie sich dann schon mal einen Ordner auf Ihrem Rechner zurechtgelegt, in dem Sie alle Dokumente haben, die Sie dann später da hochladen wollen. Dann geht das alles ruckzuck. Den Weiterleitungsvertrag, es war eine ganz große Frage, wo finde ich den denn? Den finden Sie hier direkt über dem Antragsformular. Das ist auch tatsächlich ein PDF, was man sich runterlädt, ausdruckt, unterschreibt und zurückschickt. Es ist also nichts, was ich innerhalb des Antrags noch ausfülle. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Antragsformular. Ich klicke da drauf und dann geht hier der leere Antrag. Damit ich Ihnen jetzt die Zeit nicht immer alles klaue, wenn ich alles einzeln ausfülle, habe ich schon mal mir eine Buchhandlung ausgedacht und das schon mal vorab ein bisschen ausgefüllt. Gehe aber jetzt trotzdem mit Ihnen jedes einzelne Feld gerne nochmal durch. Das heißt, Maren, wenn ich ganz kurz danach frage, es ist also möglich, einen Antrag auszufüllen, zu speichern und dann später weiter zu bearbeiten. Das heißt, ich muss den nicht in einer Runde durchfüllen. Richtig. Allerdings, jetzt kommt ein bisschen ein kleines Aber, man muss aufpassen, wenn ich eingestellt habe, dass ich, wenn ich meinen Rechner dazwischen runterfahre und mein Browser gelöscht wird, dann ist der Antrag natürlich auch weg. Also ne, nicht den Rechner runterfahren, zwischendurch speichern, Kunden bedienen, an die Kasse gehen, gar kein Thema und danach weitermachen. Kein Problem. Wunderbar. Wir haben hier im Antrag, also wir sind ja jetzt hier im Antragsformular, sehen Sie hier immer so kleine FAQs. Und hier zum Beispiel bei Antrag auf Zuerkennung einer Bundesförderung aus dem Programm Neustadt Kultur. Und jetzt steht hier das kleine FAQ, dann poppt die Frage auf, wie erfolgt die Vergabe der Fördermittel? Das möchte ich jetzt natürlich gerne mal wissen. Dann klicke ich da drauf und dann geht es wirklich auf. Dann erzählt es aus den FAQs, die die BKM und das Team der BKM zusammengestellt haben, genau, was hier damit gemeint ist. Und auch da, wenn ich dann wieder zurück auf meinen Antrag gehe, ist nichts weg, sondern es ist alles noch da. Also muss man sich keine Sorgen machen, wenn ich jetzt da draufklicke, dann ist alles weg. Nein, gar nicht, sondern es ist wirklich alles da und kann sich alles nochmal angeschaut werden. Hier haben wir also auch Antragsteller. Hier ist wieder so ein FAQ. Wer ist antragsberechtigt? Das kann uns jetzt vielleicht gerade mal ganz kurz der Herr Schenk noch zusammenfassen. Wer ist denn eigentlich antragsberechtigt? Naja, alle Buchhandlungen mit einem Umsatz von weniger als 2 Millionen und die mehrheitlich ihren Umsatz mit dem Verkauf von Büchern machen. Genau. So. Einfach, ganz einfach. Ganz grob, genau. Eigentlich ganz klar. Sehr genau definiert. Das ist ja auch gut so, dann weiß man es ja auch. Dann haben wir also jetzt hier, wir haben die Antragstellerin. Antragsteller ist die Buchhandlung, also das, die Firma. Wir haben die Rechtsform, GmbH, GbR, Verein, eingetragene Vereine sind eigentlich eher weniger, also ihre Geschäftsform, das Gründungsdatum, also das auch, was auf ihrem Gewerbeschein steht, wer ist Inhaber, wer ist gesetzlicher Vertreter, das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was sie für eine Geschäftsform haben, wie ist ihre Geschäftsadresse, ihre Umsatzsteuer-ID, die mit DE anfängt und 9 Zahlen hat, bin ich vorsteuerabzugsberechtigt, ja, nein. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, bin ich davon ausgegangen, wir haben hier gesehen, bei der Antragstellerin ist die gesetzliche Vertreterin oder der Inhaberin ist Andrea Fischer, in dem Fall beides. Aber das Projekt hat eine andere Ansprechpartnerin, nämlich weil sie das vielleicht zum Beispiel einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter übergeben. Dann haben sie jetzt hier die Möglichkeit, eben die Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner einzutragen, ist es der gleiche, steht jetzt der Name da dann vielleicht auch zum dritten Mal da. Das ist aber für uns wichtig, denn wenn wir Rückfragen an Sie hätten, dass wir Sie erreichen können, entweder per E-Mail oder eben auch per Telefon. Die Angabe der Bankverbindung, ganz wichtig, denn Sie möchten ja Geld. Angaben zur Buchhandlung. Hier ist jetzt dann die Nachfrage nach dem Umsatz. Herr Schenk hat es gerade schon gesagt, es können nur Buchhandlungen teilnehmen, die einen Jahresumsatz unter 2 Millionen haben. Und nachher bei den Unterlagen kommen wir ja auch nochmal dazu, dass 2 Jahresabschlüsse und oder Bankauskünfte und oder eingereicht werden müssen, damit wir das uns auch anschauen können, dass dem so ist. Hier habe ich jetzt eine Buchhandlung mal fiktiv bisschen mehr als 700.000 Euro Jahresumsatz gegeben.
der Umsatz im Vorjahr zu über 50% aus dem Verkauf von Büchern generiert hat. Ja, hat Herr Schenk auch gerade schon gesagt. Das ist auch eine Voraussetzung, damit ich überhaupt antragsberechtigt bin. Klicke ich hier auf Nein, komme ich nicht weiter, weil das ist eine Frage, die muss ich mit Ja beantworten. Kommen wir zur Projektbeschreibung. Die Projektbeschreibung ist wirklich wichtig, weil wir möchten ja verstehen, was Sie machen. Was wollen Sie machen in Ihren digitalen Vertriebskanälen? Erzählen Sie uns davon, was Sie vorhaben. Ich habe jetzt hier beispielhaft mal reingegeben, in Zeiten des Lockdowns haben wir bemerkt, dass die digitalen Kanäle, es war eigentlich bei fast allen unabhängigen Buchhandlungen so, dass plötzlich auf ganz vielen digitalen Kanälen zugegriffen wurde, dass die Menschen auch über Facebook, über WhatsApp und über E-Mail noch bestellt haben, wenn es keinen Webshop gab. Wir haben gemerkt, dass die Buchhandlung unheimlich treue Stammkundschaft hatte und genau das war ja jetzt auch der Grund, warum Frau Grütters und die BKM entschieden hat, dass genau das jetzt gefördert werden soll. Also erzählen Sie uns von Ihrem Vorhaben. Sie haben dafür hier 4000 Zeichen Platz. Das ist eine Menge, habe ich jetzt schon gesehen. Voraussichtlicher Beginn der Maßnahme. Die Maßnahme darf noch nicht begonnen haben. Das ist wichtig. Also Sie können jetzt nicht, wenn Sie, ich habe schon einen PC gekauft, kann ich den jetzt noch abrechnen? Herr Schenk, kann ich? Nein, das geht nicht. Genau, darf noch nicht begonnen haben, heißt auch wirklich, darf noch nicht begonnen haben. Geben Sie uns einen ungefähren Zeitraum, wann Sie Ihre Maßnahme umsetzen wollen. Ich hatte jetzt auch schon einige Fragen, die gesagt haben, ja, aber ich weiß ja gar nicht, wann ich das Geld kriege. Ja, natürlich wissen Sie jetzt im Moment noch nicht, wann Sie das Geld kriegen, aber Sie sollen uns jetzt sagen, wann Sie diese Maßnahme denn jetzt planen und im Schritt, wenn Sie dann die Genehmigung bekommen, da kommen wir später nochmal irgendwie ein bisschen hin, dann müssen Sie sich erst noch genauer festlegen. Aber jetzt planen Sie ja eine Maßnahme und wir hätten gerne gewusst, wann die denn anfangen soll und wann die zu Ende ist. Herr Schenk, bis wann muss sie denn spätestens zu Ende sein? Ja, Ende März nächsten Jahres. Also bis dahin müssen Sie alles abgerechnet haben und ausgegeben haben und die Rechnungen vorliegen, denn dann bis dahin müssen Sie auch alle Belege einreichen beim Börsenverein. Genau, auch ein ganz wichtiger Punkt. Finden Sie übrigens auch hier dann wieder in den FAQs, in welchem Zeitraum kann ich die Förderung erhalten? Auch da ist das, was Herr Schenk jetzt gerade sagte, nochmal genau erklärt. Der Finanzierungsplan, da gab es auch sehr viele Fragen in den letzten 2 Tagen. Wir haben hier den Finanzierungsplan, da sind schon ein paar Felder jetzt so vorausgefüllt. Wenn ich hier unten auf Enter drücke, kann ich noch mehr Positionen einzeln aufgliedern. Hier geht es jetzt darum, dass man wirklich sagt, was brauche ich denn für meine Maßnahme? Wir haben oben, habe ich gesagt, ja, wir wollen unsere Hardware, ist in die Jahre gekommen, wir wollen auch die Social-Media-Kanäle jetzt besser nutzen, sind aber nicht ganz so firm drin, brauchen also Know-how. Deswegen habe ich jetzt einfach mal hier einen Laptop, einen Bildschirm und eine Social-Media-Schulung jetzt mal exemplarisch reingeschrieben. Das mit den einzelnen Posten, die Sie uns anhand von Kostenvoranschlägen eben dann auch belegen. Die Kostenvoranschläge müssen keine Kostenvoranschläge sein, die Sie jetzt wirklich 1:1 bei dem Dienstleister schon ausgedruckt haben. Das können auch wirklich die Preise aus einem Online-Store sein, das kann auch ein Vorab-Info sein. Eine hat mir geschrieben, dass der IT-Dienstleister des Vertrauens gerade noch im Urlaub ist, aber er würde schon mal rudimentär ein Angebot zustellen. Ja, genau, so ist es richtig. Gerne alle Informationen, die Sie dazu schon haben, an uns schicken. Auch das kommt nachher später in dem Feld, wo Sie es hochladen können. Wie gesagt, ich habe jetzt diese 3 Positionen einmal zusammengefasst. Hier unten kommt dann die Gesamtsumme der Maßnahme raus. Und zwar wirklich der gesamten Maßnahme. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Punkt des beantragten Mittelbedarfs. Herr Schenk, können Sie uns ein bisschen was zum Hintergrund der 20% Eigenmittel erzählen? Ja, das ist eine Vorgabe, die konkret aus dem EU-Beihilferecht kommt. Da gibt es die AGFO, die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung, die detaillierte Vorgaben macht für ganz viele Bereiche, unter anderem für den Kulturbereich. Und die sagt, bei solchen Mitteln, wo man quasi im weitesten Sinne den Vertrieb von Büchern fördert, muss mindestens
in Bezug auf die Gesamtmaßnahme ein Eigenanteil von 20% sein. Das ist auch im Sinne des Bundeshaushaltsrechts, dass so ein gewisses Eigeninteresse an der Maßnahme stellt eigentlich sicher, dass das auch wirtschaftlich ist. Denn 20%, egal von welcher Maßnahme, würden Sie nicht zum Fenster rauswerfen. Das machen Sie nur, wenn Sie es auch selbst für sinnvoll halten. Und insofern ist das auch eine sehr gute Absicherung der Vorgaben des Bundeshaushaltsrechts. Denn es sind ja letztlich Steuergelder, die hier Ihnen zugutekommen. Absolut. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das nochmal zu wissen. Wir haben hier oben in Punkt 6, hatten Sie ja gesehen, die Gesamtausgabe der Maßnahme hat 2.200 Euro aus diesem Beispiel, was ich jetzt hier rausgegeben habe. Ich habe dann ausgerechnet, die Eigenmittel der 20%, das sind 440 Euro aus dieser Summe. Und dann würde ich jetzt einen Betrag von 1.760 Euro beantragen an Fördergeldern. Ganz häufig kam die Frage, Herr Schenk, brutto, netto, welche Beträge trage ich hier ein? Oh, die hatten wir schon mal die Frage, ne? Das kam, glaube ich, darauf an, ob man fortsteuerabzugsberechtigt ist. Richtig, ja. Also ich bin jetzt kein Steuerfachmann, aber... Ja. Genau das. Also das kommt darauf an. Die meisten, die ich jetzt hatte, waren es und tragen hier dann bitte jetzt ihre Beträge netto ein. Also so. Dann haben wir, wie gesagt, das ausgerechnet, ne? 1.760 und die 440 und dann komme ich auf diese Summe hier. Obergrenze sind 7.500 Euro. Das heißt, wenn ich diese 7.500 Euro, ich habe es jetzt leider nicht ausgerechnet, aber das heißt, die 20%, dann müsste die Maßnahme 9.000 irgendwas Euro komplett kosten, damit ich diese 7.500 Euro komplett beantragen könnte. Richtig, Herr Schenk? Ja, genau. Gut. Dann haben wir noch die sonstigen Erläuterungen. Habe ich jetzt einfach mal reingeschrieben, was Sie uns noch sagen möchten. Es gab Fragen zu, ich habe diese Buchhandlung, gibt es schon seit 100 Jahren. Ich habe sie aber letztes Jahr erst übernommen. Das heißt also bei den Inhabern, wenn ich die Jahresabschlüsse 18, 19 schicke, da ist aber ein anderer Inhaber drin. Ich habe dann schon gesagt, diese Buchhandlung besteht ja schon seit vielen Jahren und wir können die Wirtschaftlichkeit ja überprüfen. Das heißt, in meinen Augen, jetzt berichtigen Sie mich, wenn es nicht stimmt, Herr Schenk, die ist antragsberechtigt. Ja, auf jeden Fall. Und das wäre genau der richtige Ort, sowas dann darzulegen, warum jetziger Inhaber und Jahresabschluss voneinander abweichen. Genau, das habe ich jetzt in Gott sei Dank auch immer so richtig erklärt. Prima. Genau das Gleiche hatte ich einmal, dass die Geschäftsform geändert wurde, weil vorher ein Einzelinhaber war und dann eine GmbH gegründet wurde, aber auch da die Buchhandlung schon seit 20 Jahren besteht, ist aber da eben ein Mitinhaber mit eingestiegen ist und sie das Ganze in eine GmbH umgewandelt haben. Also auch da ist genau das Gleiche. Die Buchhandlung gibt es ja schon länger. Wir können überprüfen, dass sie wirtschaftlich tätig ist. Und das bitte als Erklärung uns da kurz mit einreichen. Sie müssen hier aber nicht nochmal auf Ihr Projekt eingehen, weil das haben Sie ja oben schon beschrieben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt der Anlagen. Wir hatten vorne auf der Seite schön zusammengefasst, was Sie alles brauchen. Und Sie haben jetzt im besten Fall auf Ihrem Rechner eben schon eine Datei angelegt, wo Sie dann alle Sachen, die Sie schon mitgeben wollen, eingescannt haben als PDF, als Bild, als JPEG hier drin haben. Sie können maximal 20 Dateien und maximal 30 MB pro Datei hochladen. Also das ist schon jede Menge. Es ist ein Pflichtfeld. Sie müssen, weil wir brauchen ja die Gewerbeanmeldung, es muss mindestens eine Datei auch wirklich da reingezogen werden. Und ich habe mal hier einfach auch ein bisschen schon was vorbereitet. Wie gut, dass du was vorbereitet hast. Ja. Da war zum Beispiel eine Frage war, weil hier steht ja PDFs, ist es also möglich, auch Screenshots von Produkten oder Preisen aus Online-Shops sind ja als Angebot dann eigentlich auch ausreichend, wenn man die dazu lädt?
Ja, die Screenshots werden ja dann meistens als PDF generiert oder als JPEG, also als Bild. Ich habe jetzt hier ein JPEG, das ist einfach jetzt ein rotes Bild. Also deswegen, Sie sehen hier normalerweise dann auch immer, ne, das ist hier Anlage 1, Anlage 2, so wie Sie das auch beziffert haben in Ihrem Ordner. Ne? Sie sehen hier, ich mache es nochmal auf, das sind jetzt hier meine Ordner. Hier habe ich das schon alles vorbereitet, was ich da hochladen will. Und jetzt, dann habe ich das da drin. Jetzt sehe ich, ah, nee, Quatsch, das ist ja rot und ich wollte doch eigentlich grün. Dann lösche ich das halt wieder und schon ist es wieder weg. Also es ist eigentlich total, total benutzerfreundlich. Und es macht, ich weise jetzt nochmal darauf hin, absolut Sinn, sich die Zeit und Mühe zu nehmen und diese ganzen Anträge in einen extra Ordner abzulegen, damit ich auch selber auf meinem Rechner einfach die Übersicht habe, was brauche ich, was habe ich schon, was brauche ich noch. Und dann lade ich es auch hoch. Und deswegen ja, eben auch die Möglichkeit, dass man den Antrag auf Etappen ausfüllt und nicht ja, nur in einem Rutsch den durchausfüllen muss. Also und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, diese Sachen, die Sie uns da hochladen, die brauchen wir nicht noch mal per Post. Also die können Sie wirklich getrost in Ihrem Rechner, in Ihrem Ordner lassen. Die brauchen wir nicht nochmal per Post. Ich fasse nachher nochmal zusammen, was Sie uns am Ende des Tages wirklich in einen Umschlag stecken sollen. Aber diese Anlagen, die da hochgeladen sind, die brauchen wir nicht nochmal. So. Das ist doch gut. Das spart auch ein bisschen Papier in den Zeiten. Ja, wir wollen ja auch, also es war ja auch eine Vorgabe, sowohl bei den Buchhandlungen als auch bei den Verlagen, dass wir auch ein bisschen umweltfreundlich handeln wollen. Und deswegen überlegen Sie sich, ich habe das alles hochgeladen, dann brauchen wir es wirklich nicht nochmal ausgedruckt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der so sehr so tricky ist, weil da muss ich zwar nichts mehr ausfüllen, aber ich muss jede Menge Häkchen setzen und jetzt kommen jede Menge Erklärungen und Zustimmungen, die ich dann gebe. Und vor allem nochmal jede Menge Informationen, die ich lesen muss. Ja. Vielleicht gehen wir das mal ganz kurz durch, den Punkt 10 Erklärungen. Ja. Was dann passiert, wenn Sie Ihr Häkchen setzen? Den ersten Punkt hatten wir schon mit dem Vorhaben für den Zuschussbeantrag, wurde noch nicht begonnen. Das hat Herr Schenk vorhin schon gesagt. Auch hier unten haben wir immer wieder noch diese FAQs. Also wenn ich jetzt nochmal nachlesen, was bedeutet das denn, darf noch nicht begonnen sein, klicke ich da drauf und schwupps, poppt das da auf. Kleiner Tipp. Machen Sie einen Pop-up-Blocker aus, wenn Sie den Antrag ausfüllen, sonst poppt es nämlich nicht auf. So, die aktuellen allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendung zur Projektförderung des Bundes wurden zur Kenntnis genommen. Herr Schenk, Hilfe! Es liest sich wie Asbest, es sind aber die Anbest. Die Anbest-P, genau. Die sind ziemlich lang, aber das ist Standard für jede Projektförderung des Bundes. Also das ist, normalerweise wird so eine Projektförderung im Wege eines Bescheids, also eines Verwaltungsakts vergeben und dann sind diese Nebenbestimmungen Teil des Verwaltungsakts, weil es in dem Fall eben über einen Vertrag geht zwischen Börsenverein und dem Empfänger der Förderung, werden sie einfach zum Teil des Vertrages erklärt, sind also auch verbindlich, aber eben über einen privatrechtlichen Vertrag. Das heißt, jemand, der hier das Häkchen setzt, ohne sie genau und gut zu lesen und zu wissen, auf was er sich da einlässt, der kann sich hinterher nicht berufen, dass er davon keine Kenntnis hat. Das ist richtig und es lohnt sich aber auch, sie zu lesen. Sie sind zwar lang und sie sind natürlich auch untergliedert, sag mal, wann ist was wichtig, weil zwar bei der Abwicklung hinterher ganz am Ende der Förderung werden ja Belege eingereicht. Auch da gibt es Bestimmungen dazu. Also man muss nicht alles auf einmal lesen, aber man sollte sich schon damit befasst haben. Vielleicht kann man sie dir auch vorlesen lassen zu Hause abends. Ne? Schatz, lies mir mal nicht aus einem Krimi vor, sondern bitte aus den allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung. Ja. Wäre auch eine schöne Sache. Ja, ist doch meine am besten Absicht. Mit einem guten Glas Wein. Dann können es dann auch zwei werden. Ne? Ich weiß, was ich heute Abend noch mache. Als nächsten Punkt haben wir, ich bestätige, dass die ordnungsgemäße Geschäftsführung gewährleistet ist. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Und dass das antragstellende Unternehmen am 31. Dezember 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel. Jetzt geht es weiter. Herr Schenk, was ist ein Unternehmen in Schwierigkeiten? Das ist grob, also ganz grob und vereinfacht gesagt, ein Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht. Also, das solche wirtschaftlichen Schwierigkeiten hat, dass es nicht gesichert ist, dass es im Prinzip die Förderung auch noch überlebt.
Was jetzt genau, wann man genau in Schwierigkeiten ist, ist noch viel genauer definiert in eben dieser ACFO, in diesem Artikel 2, Ziffer 18. Das wurde auch angepasst an Corona-Zeiten. Also normalerweise muss man bestätigen, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Schwierigkeiten ist. Jetzt durch Corona reicht es zu sagen, am 31. Dezember war man noch nicht in Schwierigkeiten. Man kann also durchaus jetzt in Schwierigkeiten sein. Mhm. Wenn man es aber Ende letzten Jahres noch nicht war, dann erfüllt man dieses Kriterium. Sehr gut. Der nächste Punkt, ich bin in der Lage, alle bis zum 31. März 2021 entstehenden projektbezogenen Ausgaben nachzuweisen. Das hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Da müssen wirklich alle Belege, die Sie oben im Finanzplan und die, die Sie dann für die Förderung bekommen, müssen Sie wirklich einreichen bis zum 31. März 2021. Das ist auch wirklich wichtig. Das wird auch im Weiterleitungsvertrag, das unterschreiben Sie und da geben Sie eben genau das, dass Sie das uns geben, damit wir dann dem BKM wieder zeigen können, es ist alles ordnungsgemäß ausgegeben worden. Der nächste Punkt, die beantragte Maßnahme kann nicht oder jedenfalls nicht zeitnah, das heißt bis zum 31.03.2021 ohne BKM-Mittel finanziert werden. Dieser Punkt hat auch viele, viele Fragezeichen aufgemacht. Ich wurde sehr häufig gefragt, weil die gesagt haben, naja, aber ich habe ja jetzt ein Plus auf meinem Konto. Wie soll ich denn jetzt da nachweisen, dass ich das, dieses Projekt sonst nicht hätte machen können? Herr Schenk, haben Sie da eine Antwort? Nein, das können Sie so in dem Sinne nicht nachweisen. Da gibt es keinen Beweis für. Aber Sie müssen das erklären, dass Sie im Prinzip hier nicht nur einfach Fördermittel mitnehmen für etwas, was Sie sowieso geplant hätten, auch wenn es die Förderung nicht gegeben hätte. Ja, ich sage dann auch immer, dass man ja... Wenn man einen Plus auf dem Konto hat und Sie aber jetzt nicht geplant haben, eben sich, wie in unserem Beispiel jetzt, einen Laptop und einen neuen Bildschirm und eine Social-Media-Schulung zu machen, sondern Sie haben eigentlich mit dem Geld geplant, eine Lesung zu machen und eine neue irgendwas Blumenkübel draußen anzuschaffen, dann ist das ja, damit die Buchhandlung von außen hübscher ist, dann ist das ja Ihre wirtschaftliche Entscheidung, das vorzuziehen vor den digitalen Vertriebssachen. Und jetzt gibt es diese Förderung und jetzt können Sie mit dieser Unterstützung eben auch dieses Projekt auch noch umsetzen. Also so wäre dann die Erklärung dafür. Aber wir gucken nicht und sagen nicht, das hätten Sie jetzt aber auch selber machen können. Dann wo waren wir jetzt gerade? Wir waren hier bei den Verfügbaren. Der nächste Punkt, den wir sprechen, ist die Verfügbaren, das heißt nicht für einen anderen Zweck gebundene Eigenmittel. Ja, werden soweit möglich, mindestens in Höhe von 20%. Das hatten wir oben schon. Das ist jetzt einfach auch wirklich nochmal die Bestätigung. Sie müssen 20% Eigenkapital damit reinfließen lassen. Und Herr Schenk hat es ja vorhin auch schon wunderbar erklärt, warum dem so ist. Ich willige ein, dass die Antragsunterlagen mit Einreichung des Antrags in das Eigentum des Börsenvereins übergehen und kein Anspruch auf Rückgabe besteht. Wir haben es jetzt noch nicht erlebt, weil die kommen ja jetzt erst alle auf die postalischen Anträge. Aber sollten Sie auf die Idee kommen, das jetzt noch in Leder gebunden abzugeben oder irgendwie uns sonst noch irgendwie schöne Bildchen mit dazu zu legen, das brauchen wir alles nicht. Aber nichtsdestotrotz geht es dann in unseren Eigentum über. Also wir schicken Ihnen dann die Sachen nicht zurück. Das sollen Sie einfach wissen. Die hier getätigten Angaben sowie die Angaben in den beigefügten Anlagen sind vollständig. Das kennen Sie eigentlich von jedem Antrag und von jedem Vertrag, dass Sie einfach erklären müssen, dass das alles richtig ist, was Sie da jetzt reingeschrieben haben. Und wenn es Änderungen gibt, dass Sie uns die sofort mitteilen. Also Adressänderungen, Kontoänderungen, Projektänderungen. Es kann ja auch sein, dass Sie sagen, ach, eigentlich, ich will das jetzt gar nicht mehr umsetzen. Auch das müssen Sie uns bitte sofort mitteilen. Dann kommt wieder ein Punkt. Mir sind die Tatsachen nach Nummer 3412 Bundeshaushaltsordnung als subventionell erheblich und die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges bekannt. Herr Schenk, können Sie zu dem Punkt kurz was sagen? Genau, also diese Tatsachen, das sind im Prinzip die wesentlichen Eckdaten des Antrags und der Förderung. Also die Höhe, dass das tatsächlich gekauft wird, tatsächlich eingesetzt wird.
Und wenn man da, ja, wenn man da unwahre Angaben macht, dann ist das strafbar. Das nennt sich dann eben Subventionsbetrug. Ja. Und also wenn man es bewusst und vorsätzlich macht, sowieso. Aber es würde auch eine grobe Fahrlässigkeit schon ausreichen. Also man sollte auch nicht einfach sagen, na, das wird schon irgendwie passen. Also das heißt, auch bei diesem Häkchen empfiehlt sich eine Abendlektüre und dann vielleicht ein Glas Whisky dazu. Mehr als ein Oder einfach eine Grundehrlichkeit, dann brauchen Sie das alles nicht. Ja, davon gehen wir aber auch einfach jetzt mal in unserer Branche aus. Eben, aber das ist auch Standard für jede Projektförderung. Das ist jetzt nichts Besonderes für diese Art von Förderung. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach auch wirklich nochmal wichtig zu wissen. Das haben Sie vorhin schon gesagt, wir arbeiten hier mit Steuergeldern, die wir alle hier ja auch zahlen. Und dann wollen wir natürlich auch, dass sie vernünftig investiert werden und damit vernünftig umgegangen wird und nicht sich einer irgendwie dann damit bereichert. Dann kommen wir zum Datenschutz. Also unser Datenschutzbeauftragter wäre bestimmt begeistert, wenn ich Ihnen jetzt diesen ganzen Absatz vorlesen würde. Aber auch da setzen Sie sich einfach hin mit einem Stück Schokolade. Ich gehe jetzt mal weg von dem Alkohol einfach. Ja, ich glaube, Schokolade ist auch gut, ja. Und lesen sich in Ruhe den Datenschutz durch. Das hat Sie wissen, dass alle, die Sie hier im Webinar sind, dass wir vor 2 Jahren die EU-Datenschutzverordnung hatten. Sie haben alle Ihre Datenschutzrechterklärungen anpassen müssen, auch wir. Wir haben jetzt hier eben ganz klar, was machen wir mit den Daten, die wir da bekommen. Und Sie müssen sich eben auch damit einverstanden erklären, dass wir Ihre Daten in der angegebenen Art und Weise behandeln und auch weiterverarbeiten und eventuell eben auch an die BKM weitergeben, weil am Ende bekommen wir das Geld alle von Ihnen. Und genauso auch darf der Bundesrechnungshof noch prüfen. Also das muss halt hier alles nochmal abgefragt werden. Deswegen, also meine von den Datenverarbeitungen hier betroffene Verlagspartnerin müssen auch von Ihnen nochmal informiert werden. Das heißt also, wenn Sie jetzt Kostenvoranschläge hochladen, in denen eventuell Daten drin sind, dann müssten Sie diesen Unternehmen auch wieder mitteilen, dass Sie Ihre Daten jetzt eben an uns weitergeben. Genau, dann ich erkläre, dass ich die für die Bearbeitung nach den Vorschriften des Haushaltsrechts notwendige personenbezogene Daten zur Verfügung stelle. Das hatten wir gerade, das ist auch der Bundesrechnungshof, den habe ich gerade genannt. Das ist die Behörde, die halt einfach auch noch länger, habe ich das richtig im Kopf, verschenkt, bis zu 5 Jahre prüfen. Ich glaube ja. Also der darf 5 Jahre. 5 Jahre danach noch kommen und sagen, wie war denn das damals mit Ihrem Antrag, den Sie da gestellt haben? Ja. Und ich werde auf Anfrage mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels weitere Daten und Projektergebnisse eben auch geben. Das heißt also, wenn Herr Salomonsberger bei Ihnen anruft und sagt, mir fehlt da aber noch was, könnten Sie mal eben, dann sollten Sie es ihm auch netterweise zuschicken. Ja, aber auch nur, weil ich so nett bin, ne? Aber natürlich. So, dann habe ich, Sie haben vorhin am Anfang gesehen, ich habe einfach gesagt, laden Sie mir die Daten rein. Das ist das hier, Eingaben im Browser sichern. Ich habe zwischendurch rausgegangen und dann klicke ich hier drauf und dann ist es gesichert, solange der Browser, beziehungsweise auch, dass es noch anbleibt, der Rechner anbleibt. Ich kann auch den Browser noch zumachen, aber der Rechner muss anbleiben und dann kann ich das einfach mir wieder aufrufen, weil ich mittendrin unterbrochen wurde, eine Schulbuchauslieferung machen musste, das Barsortiment einsortieren, was auch immer. Sie haben richtig viel zu tun und da können Sie einfach zwischendurch das abspeichern und an der Stelle dann weitermachen. Sie müssen aufpassen, wenn Sie den Browser zumachen. Es gibt manche Grundeinstellungen, bei denen der Datenschutz so streng ist, dass die Cookies gelöscht werden, sobald Sie den Browser zumachen. Gut. Also beim Firefox ist das zum Beispiel regelmäßig die Grundeinstellung. Okay. Das heißt, es empfiehlt sich, wenn man jetzt den Antrag noch nicht gestellt hat oder noch in dieser Antragstellung ist, ich lese mir den einmal in Ruhe durch und schaue, was muss ich für Angaben machen, was brauche ich für Dokumente, was muss ich bereitstellen. Das allererste ist eigentlich, man legt sich einen Ordner an, legt die Dokumente ab und wenn man dann das Gefühl hat, man hat mal an einem Stück Zeit, dass man dann auch den Antrag peu à peu ausfüllt. Also eine Trockenübung zu Hause zuerst oder per Papier. Genau. Und Sie müssen auch keine Angst haben. Ich hatte heute auch schon Anrufe, die gefragt haben, lohnt sich jetzt das überhaupt noch zu beantragen? Die BKM hat uns 10 Millionen
Euro zur Verfügung gestellt für die Sparte des Buchhandels. Und ja, wir haben schon viele Anträge, aber es lohnt sich auf jeden Fall noch. Wir können ja jetzt auch noch gar nicht sagen, ob alle Anträge vollständig sind, ob wirklich alles, was da drin steht in den Anträgen, wirklich förderfähig ist. Ja, bitte, bitte weiterhin Anträge stellen. Gerne. Das ist gut, dass du das erwähnt hast. Das waren nämlich auch einige Fragen hier, ob man denn Bescheid bekommt, wie der Stand der Dinge ist, ob überhaupt noch genug Geld da ist, ob es sich überhaupt noch lohnt, einen Antrag zu stellen. Ich glaube, das haben wir hiermit auch beantwortet. Ja, selbstverständlich lohnt es sich, einen Antrag zu stellen. Nehmen Sie sich trotzdem die Zeit und bearbeiten Sie einfach den Antrag und alles, was damit zusammenhängt, gründlich. Ja. Weil letztendlich kommt es dann auf die Vollständigkeit des Antrags ja drauf an und auf die Sicherheit der Daten, die da drinnen steht. Mehr als vor Geschwindigkeit. So, ja. Und wenn wir das jetzt alle durch haben, alle Häkchen gesetzt haben, was passiert dann? Ja, ich hoffe, wir haben jetzt wirklich alles ausgefüllt. Dann gehen wir hier nämlich auf Antrag einreichen und schicken das Ganze ab. So, zack, ich habe ein Feld nicht ausgefüllt. Und zwar hier die Fördermittel. Also ich habe oben hier als Bezeichnung der konkreten Ausgabeposition Hardware und Schulung reingeschrieben. Das ist so ein bisschen meine Überschrift für das ganze Projekt. Wir haben tatsächlich diese großen Felder. Viele haben gefragt, muss ich da jetzt meine ganze Beschreibung nochmal reinsetzen? Nein. Und wir haben eigentlich auch an unserer IT schon gesagt, bitte diese Riesenfelder ein bisschen kleiner machen. Sie sehen, hat noch nicht geklappt, aber wir arbeiten dran. Also, jetzt versuche ich es nochmal. Also man sieht aber auch zum Beispiel, wenn ein Antrag nicht vollständig ausgefüllt ist, wenn irgendwo ein Feld fehlt, dann kann der Antrag nicht eingereicht werden. Das ist doch zumindest schon mal eine Sicherheitsvariante. Wenn man zum Beispiel eine nicht gültige E-Mail-Adresse eingereicht hat. Ja, irgendetwas anderes. Ich hab mir die natürlich ausgedacht. Also es wird garantiert eine E-Mail-Adresse mit Fischer. Irgendwer wird jetzt in dieser Welt fischerweb.de. Ah, vielleicht mache ich dann doch lieber meine echte. Wer weiß. Zumindest beruhigend zu wissen, es ja. kann. So, wer weiß. Achso, und hier bei der mobilen Nummer. Ich habe da XX eingegeben, weil die natürlich auch erfunden ist, diese Nummer. Sie sehen, unser Formular ist auch echt manchmal, der Abschluss der Maßnahmen darf nicht vor dem 1. September 2020 liegen. Ja? Also Sie sehen, da ist schon einiges irgendwie dann dahinter. Dann sage ich mal, das ist der 16. September. Ach so, das war auch eine Frage. Nee, das war nicht richtig, es war bloß das Jahr falsch. Es muss ja 21 heißen. Zum Beispiel. Ich kann ja auch in diesem Jahr die Maßnahme noch abschließen, das stimmt schon. Also ich kann in diesem Jahr schon die Maßnahme abschließen. Das Ding ist nur... Jetzt endet sie, bevor sie beginnt, aber... Ja, eben, genau. Okay, geht. Okay, mal gespannt. Ja, okay. Nee, das ist auch... mache ich hier den 12.12. Genau, mich haben aber einige gefragt, wenn ich diese Maßnahme jetzt schon, also ich mache die ja dann, wenn ich das Geld kriege, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ja, stimmt, das wissen Sie noch nicht, aber Sie sollen uns hier ja auch angeben, wie Sie das planen und nicht wie das dann am Ende werden Sie ein weiteres Formular bekommen, mit dem Sie dann die Mittel anfordern, das Geld und da muss dann das tatsächliche Datum dann auch wirklich dann feststehen. So. Jetzt habe ich es geschafft. Alle Fehler sind ausgemerzt. Sie haben gesehen, so ein paar Sachen sind noch irgendwie hängen geblieben. Aber jetzt habe ich es geschafft. Vielen Dank für Ihren elektronischen Antrag auf Förderung aus dem Programm Neustart Kultur. Jetzt bin ich auf einer Seite. Hier kann ich den Antrag herunterladen. Und zwar ist das jetzt wirklich das PDF. Also ich kann jetzt, geht es jetzt hier drauf, Antrag. So. Geht hier unten mein Fensterchen auf. So, und jetzt haben wir hier alles nochmal wunderschön zusammengefasst von den Sachen, die wir gerade alle ausgefüllt haben. Und dieses PDF, das können Sie sich jetzt nochmal anschauen, stimmt alles, das drucken Sie jetzt aus und dann versehen Sie das mit Ihrer Unterschrift hier, stecken es gemeinsam mit dem Weiterleitungsvertrag am besten, da kommen wir gleich noch drauf, in einen Umschlag und den hätten wir gerne postalisch unterschrieben zurück. Und da war auch zum Beispiel die Frage, welches Datum gilt denn dann bei der Einreichung?
Ist es der eingereichte digitale Antrag oder ist es dann, wenn die Post dann den Antrag beim Börsenverein abgibt? Der Antrag, also warten Sie nicht damit, die Unterschrift uns 3 Wochen später zu schicken, denn der Antrag ist dann vollständig, wenn wir auch die Unterschrift haben. Also es ist tatsächlich so, wenn alle Unterlagen zusammen sind. Aber natürlich ist es so, wenn Sie jetzt digital schon alles eingereicht haben, wir schon die Unterlagen prüfen können und jetzt nur noch in Anführungszeichen wirklich Ihre Unterschrift hinzufügen müssen, dann ist das das Kleinste. Wenn Sie aber jetzt bei den Unterlagen, die Sie hochladen mussten, noch was vergessen haben, dann können Sie uns das natürlich auch gerne per Post noch hinterher schicken. Aber Sie verlieren damit ein bisschen Zeit, weil dann brauchen wir ja wieder ein bisschen Zeit, um zu gucken, okay, sind jetzt wirklich alle Unterlagen da, um dann den Haken dran zu machen und zu sagen, jetzt ist alles vollständig. Das heißt, füllen Sie alles in Ruhe aus, unterschreiben Sie, stecken Sie den Brief in die Post und geben Sie ihn morgen auf der Post auf und dann ist er übermorgen oder spätestens 2 Tage später bei uns. So, genau. Ja. Sie sehen hier nochmal die Adresse, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Programm Neustadt Kultur, Brauberstraße 16. Da wurde ich nämlich auch nachgefragt, wo steht denn die Adresse? Da steht sie. Hier steht es nochmal, erst mit dieser Einsendung ist Ihr Antrag vollständig. Dann haben wir das geklärt. Und jetzt gibt es natürlich noch diesen berühmten Weiterleitungsvertrag, der ja extra liegt und wo uns ja auch einige Fragen erreicht haben, der ja nicht Teil des Antragsformulars ist, sondern den man sich extra runterladen muss. Was ist denn dieser Weiterleitungsvertrag? Und warum ist der wichtig? Wir sind ja jetzt hier, ich bin noch mal einen Schritt zurückgegangen, wir sind hier wieder auf unserer Homepage. Sie wissen, hier waren wir beim Antragsformular, hier haben wir jetzt den Weiterleitungsvertrag für die Buchhandlung, den lade ich mir jetzt hier runter und da ist er schon. Genau, Herr Schenk, können Sie kurz den Hintergrund, warum es so einen Weiterleitungsvertrag, Entschuldigung, braucht, erklären? Genau, also normalerweise findet Projektförderung direkt von einer Behörde zum Bürger statt und die Behörde hat eben Hoheitsrechte und kann einen Verwaltungsakt erlassen. In diesem Fall ist ja der Börsenverein dazwischen geschaltet und reicht die Mittel aus und der Börsenverein hat keine Hoheitsrechte, kann deswegen keine Verwaltungsakte erlassen. Deswegen müssen dieselben inhaltlichen Regelungen, dieselben rechtlichen Regelungen getroffen werden, aber eben in einem privatrechtlichen Vertrag. Das heißt, in diesem Vertrag steht genau das drin, was sonst in einem Verwaltungsakt von der BKM an die Buchhandlung stehen würde. Ja, und es sind ganz viele Sachen, die sich jetzt hier in dem Vertrag einfach auch wiederholen, die schon im Antrag auch drinstehen hatten. Aber das ist jetzt eben hier der Vertrag, den Sie als Buchhandlung mit uns als Börsenverein schließen. Und wir dann eben auch sagen können, Sie haben uns aber bis zum 31.03. wirklich diese Unterlagen zu schicken. Das ist, steht in diesem Vertrag drin, sodass wir auch einfach sagen können, wenn Sie uns das noch nicht geschickt haben, dann können wir auf diesen Vertrag eben zurückgreifen. Sie und haben... Ich wollte nur ganz kurz, weil uns zum Weiterleitungsvertrag und was da drinnen steht und das auch in Verbindung mit dem Antragsformular haben uns ein paar Fragen erreicht und die würde ich jetzt ganz gerne ins Webinar übernehmen. In dem Weiterleitungsvertrag steht unter Paragraph 11, soweit möglich sind bei einem Auftragswert von 500 Euro 3 formlose Preisermittlungen einzuholen. Ab einem Auftragswert von 1.000 Euro sind mindestens 3 schriftliche Angebote einzuholen. Verfahren und Ergebnisse sind zu dokumentieren. Uns haben dazu einige Nachfragen erreicht, jetzt nicht nur auch zum Weiterleitungsvertrag, sondern auch mit den Vergleichsangeboten, wie das jetzt genau dokumentiert sein muss, wo man die einholen muss. Weil viele haben natürlich einen IT-Händler ihres Vertrauens, den sie zum Beispiel auch, mit dem sie Hardware bereits gekauft haben, müssen sie jetzt also zusätzlich zum Beispiel noch zum Mediamarkt und Saturn und Vergleichsangebote holen. Und was passiert, wenn dort die Angebote zum Beispiel in der Woche billiger sind, aber in der Woche drauf, wo man sie dann kaufen möchte, vielleicht dann nicht mehr. Das kann ja durchwegs passieren. Was macht man dann damit? Wie ist das? Schwierige Frage. Schwierig, ja. Also sag mal, grundsätzlich ist es notwendig wegen des Gebots der Wirtschaftlichkeit. Das ist auch ein Grundsatz des Haushaltsrechts des Bundes. Und wenn Sie, ja, es wird immer erwartet, dass Sie sich wirtschaftlich vernünftig verhalten. So, das heißt, auch sonst würden Sie vielleicht manchmal
ein etwas teures Angebot nehmen, wenn andere Gesichtspunkte dafür sprechen. Dann würde ich das einfach in den Erläuterungen mit reinschreiben. Das heißt also, um das jetzt zusammenzufassen, es ist mir möglich, dass ich, also ich muss auf jeden Fall Angebote einholen, damit ich sagen kann, ich bevorteile nicht eine bestimmte Firma oder ein bestimmtes Unternehmen. Ich kann aber in den Erläuterungen, in dem Antragsformular erklären, warum ich mich zum Beispiel dann für dieses Angebot entschieden habe, das vielleicht dann um 100 Euro oder 200 Euro teurer ist als das andere Angebot. Ja. Wäre das direkt erschenkt? Das wäre denkbar, ja. Ja, ich hatte auch schon, die Frage, dass dann kam es dann irgendwie, weil der Systemadministrator ums Eck ist, der ist aber jetzt eben 50 Euro teurer, dafür ist er aber immer da, wenn man ihn braucht. Das ist natürlich dann auch ein Vorteil. Und es ist auch eine Förderung, die in der Region bleibt. Also das ist natürlich dann auch schon ein ganz Ja, und durchwegs, glaube ich, auch in unserem allen Sinne. Weil wir es jetzt ja gerade mit den Angeboten hatten, gibt es dazu eine weitere Frage, die ich ganz gerne jetzt gleich noch hier reinstellen möchte. Und das hat etwas damit zu tun, dass bei dem Datenschutz die Vertragspartner informiert werden müssen. Und die Frage ist, wie müssen sie denn informiert werden? Schriftlich, also müssen die Vertragspartner schriftlich über den Datenschutz informiert werden und muss uns dann zum Beispiel diese schriftliche Information vorlegen? Oder vertrauen wir da völlig? Ja, das ist ja dann der Datenschutz. Also die Buchhandlung gibt ja die Daten weiter. Das heißt also, wie gesagt, wir hatten ja alle schon mit den Datenschutzverordnungen zu tun. Derjenige, der Daten weitergibt, der muss, und zwar, jetzt, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, von unserem Datenschutzbeauftragten, auf dem Weg, auf dem Sie quasi das Angebot bekommen haben oder den Kostenvoranschlag, also haben Sie ihn per Mail bekommen, dann können Sie ihn per Mail benachrichtigen. Sie kriegen es nicht per Telefon, weil Sie müssen es ja weiterleiten. Haben Sie es per Post bekommen, können Sie dem auch die Datenschutzbestimmung per Post zurückschicken. Das ist auf dem Weg, auf dem Sie diesen Kostenvoranschlag bekommen haben, müssen Sie gleich zurückschicken an den Anbieter. Im Übrigen, diesen Kostenvoranschlag reiche ich beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels ein, weil ich da einen Antrag stelle und das dann kurz begründen. Auf dem Weg, auf dem Sie den Kostenvoranschlag bekommen, das auch wieder zurückgeben. Wunderbar, danke. Wollen wir dir vielleicht den Weiterleitungsvertrag, gibt es dazu noch etwas, was wichtig ist, dass wir noch klären, bevor wir dann vielleicht noch auf ein paar Fragen eingehen? Ich gehe gerade nur noch mal ganz kurz hoch. Also hier, der letzte Empfänger, das sind Sie. Also Name der Buchhandlung. Ich habe das auch schon mal die Frage gehabt, wer ist denn Erstempfänger? Das sind wir, der Börsenverein, weil wir als erstes das Geld vom BKM bekommen. Und der letzte Empfänger, das sind Sie. Also da müssen Sie dann einfach hier nochmal Ihre Angaben reinschreiben. Und hier den Finanzierungsplan, der in dem Antrag vom, also da hier, die sind gelb hinterlegt, die Felder, die Sie bitte dann nochmal ausfüllen. Das sind aber alles Angaben, die Sie eben in dem Antrag schon gemacht haben. Das ist nichts Neues. Hier sind nochmal die Bankverbindungen. Das ist wirklich, wie Herr Schenk schon so richtig erklärt hatte, dass wir das einfach nochmal einmal vertraglich festhalten. Und diesen Weiterleitungsvertrag bitte auch unterschreiben und an uns gemeinsam mit dem unterschriebenen Antrag schicken. Und Sie bekommen dann, also hier haben wir jetzt auch nochmal, das ist Ihre Unterschrift vom Letztempfänger. Und hier kommt dann die rechtsverbindliche Unterschrift des Erstempfängers, also jetzt von uns, vom Börsenverein, drunter. Und wenn Sie den unterschrieben zurückbekommen, dann ist Ihre Maßnahme, also dann können Sie loslegen. Dann ist die genehmigt und dann können Sie loslegen. So, das wollte ich nur noch mal abschließend zu dem sagen. Jetzt gerne noch weitere Fragen. Ja, wir haben eine Menge Fragen und ich kann auch zumindest sagen, dass es dem im Hintergrund arbeitenden Team, die unermüdlich Fragen bereits beantwortet haben, auch schon jede Menge Antworten gegeben haben. Ich greife jetzt vielleicht nochmal rauf. Es kamen tatsächlich nochmal ein paar Fragen, auch gerade nochmal zu den Angeboten, und zwar in die Art und Weise, wie denn diese Angebote, wie denn diese 1.000-Euro-Regel greift. Betrifft das jede einzelne Position oder ist das die Gesamtposition mit der 1.000-Euro-Regel von den Angeboten? Das heißt also, was passiert, wenn ich für einen PC 800 Euro ausgebe und für ein Tablet 400 Euro? Das wären ja zusammen dann mehr, aber jeder Posten ist eigentlich drunter. Muss ich dann drei Angebote für den PC einholen und drei Angebote
oder zwei Angebote für das Tablet. Nee, das betrifft jede einzelne Maßnahme oder jeden einzelnen Posten. Ja. Das heißt, wenn alle Posten unter 1.000 Euro bleiben, dann brauchen Sie keine Vergleichsangebote. Hindert Sie aber natürlich auch niemand daran. Die Frage ist aber nochmal, es müssen andere Angebote eingeholt werden. Das ist auch, glaube ich, der Hintergrund ist, dass ganz viele natürlich mit Personen oder Firmen oder Unternehmen zusammenarbeiten, die natürlich jetzt nicht nur Personen oder Firmen des Vertrauens sind, sondern einfach schon tief in der Materie drinnen stecken, müssen sie dann trotzdem Angebote einholen. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Aber das ist dann eben auch eine gute Begründung, wenn es ein Unternehmen gibt, das sich schon auskennt mit der Technik, die vorhanden ist, mit den installierten Programmen oder wie auch immer, die brauchen dann im Zweifelsfall weniger Aufwand und auch rechnen weniger Stunden ab, weil sie sich eben schon so gut vor Ort auskennen. Dann ist natürlich auch etwas, was nochmal einen ganzen anderen Bereich betrifft bei dem Antragsformular, der aber vielleicht auch ganz interessant ist. Das bedeutet, wie weise ich denn zum Beispiel meine ordnungsgemäße Buchführung nach? Ist das möglich durch ein internes Kassensystem? Dann muss das eine Bestätigung vom Steuerberater sein? Für welchen Monat wird das benötigt? Da gibt es einige Fragen, die sich rund um den Nachweis der ordnungsgemäßen Buchführung. Vielleicht können wir auf diesen Punkt nochmal eingehen, weil ich glaube, das ist ja ein wichtiger auch im Sinne der Förderkriterien. Das haben wir auf jeden Fall auch in den FAQs nochmal ganz ausführlich dargestellt. Das ist eine Anlage, die wir auch hier mit einreichen müssen, nämlich hier Nachweis über die ordnungsgemäße Geschäftsführung, zum Beispiel den Jahresabschluss der beiden letzten Jahre oder letzte Geschäfts- und Kassenberichte der Jahre 19, 18. Ich hatte jetzt schon einige Fragen, die gesagt haben, mein Steuerberater ist mit 19 aber noch nicht durch, weil durch Corona ist jetzt so viel durcheinander geraten. Ja, dann reicht uns auch 18 und 17. Wir haben auch, reicht es vielleicht den BWA-Auszug von 19 oder der Bericht vom Steuerberater oder hier, wir haben hier eben die Bestätigung des Wirtschaftsprüfers oder Bankauskunft. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, uns das nachzuweisen. Mhm. Und da ist es aber schon wirklich, ich muss auch nochmal sagen, es ist wirklich, also 19, ich hatte auch die Nachfragen von Unternehmen, die sich erst im Jahr 19 oder sogar erst jetzt Anfang 20 gegründet haben. Ja, die sind tatsächlich ausgeschlossen von dieser Maßnahme. Das stimmt. Denn wir haben ganz klar gesagt, es sollen Unternehmen sein, die sich in den letzten Jahren schon wirtschaftlich am Markt etabliert haben. Und neue Unternehmen, es gibt noch viele weitere Fördertöpfe. Wir haben auch ein paar Links schon zusammengestellt, die wir auch gerne auf Anfrage noch weiterschicken. Das BMWI hat auch was zu Go Digital. BKM hat weitere Förderungsmaßnahmen, zum Beispiel über die Literaturhäuser wird auch Veranstaltungstechnik gefördert. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, Anträge zu stellen, die wir eben auch manchmal auf Anfrage die Links gleich weiterschicken. Aber googeln Sie einfach mal unter Neustart Kultur und da finden Sie eine wunderbare Zusammenfassung von den ganzen Programmen der BKM. Das ist wirklich riesig. Das ist wirklich ganz, 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 ganz viele Maßnahmen. Ich habe sogar gesehen, dass in der einen Maßnahme Belüftungstechniken für Geschäfte mit drin sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen bestimmten Filter für den Herbst, Winter einbauen in Ihre Belüftungsanlage, damit auch wirklich Corona nicht übertragbar ist durch die Lüftungsanlage und solche Dinge werden dort auch gefördert. Das, schauen Sie da mal rein, das lohnt sich. Genau. Dazu gibt's die Adresse ist kulturstaatsministerin.de. Und dann ist es ganz prominent schon auf der Startseite. Dazu gibt es übrigens passend eine Frage. Wenn man jetzt, schließen sich denn diese Förderprogramme aus? Also wenn man jetzt ein anderes Förderprogramm innerhalb von dieser Schiene oder von einem anderen Ministerium auch in Anspruch nimmt, würde es sich dann ausschließen, wenn man jetzt Neustart Kultur diese Programmschienen auch noch in Anspruch nimmt? Oder wie würden diese gemeinsamen Förderanträge kollidieren? Wie sieht es da aus, Herr Schenk? Also wenn es dieselbe Maßnahme ist, dann schließt es sich aus. Sie können im Prinzip die Hardware nicht zweimal fördern lassen. Das geht nicht. Aber Sie können natürlich für eine andere Maßnahme ein anderes Programm in Anspruch nehmen. Das heißt, ich kann mir die Belüftungsanlage fördern lassen und eine Hardware. Und das können zwei unterschiedliche Förderprogramme sein. Und ja, damit bin ich rechtlich auf der sicheren Seite. Ja.
Wunderbar. Dann war eine ganz, ganz große Frage nochmal. Jetzt, wir kommen nämlich schon langsam zum Ende dieses Webinars. Ganz viele Fragen, die Sie uns gestellt haben, und da können Sie sich als Zuschauer auch sicher sein. Also zum einen nochmal die Wiederholung vom Anfang. Dieses Webinar finden Sie nachher auf unserer Website geparkt, dass Sie es nochmal nachschauen und nachlesen können. Viele der Fragen, die Sie stellen, arbeiten wir dann ein und sind auch bereits eingearbeitet worden, damit Sie auch in den FAQs bereitstehen. Also das heißt, Sie finden ganz viele von diesen Sachen und Fragen, die Sie stellen. Die Antworten finden Sie in den FAQs, wir passen das an. Vielleicht fasse ich das auch nochmal so zusammen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich trotz des Verfahrens, das glaube ich auch das Windhundverfahren genannt wird, das heißt also je schneller mein Antrag da ist, desto eher habe ich Chance auf Förderung, sollte man trotz allem auf Qualität setzen, statt auf jetzt Geschwindigkeit. Also lieber schauen, dass ich alle Sachen und alle Kriterien erfülle, den Antrag habe, die Angebote eingeholt habe. Und wenn dann mein Antrag vollständig ist, habe ich ja im Prinzip eher Chancen als jemand, der jetzt relativ rasch war, aber der Antrag ist unvollständig, der muss noch was nachreichen. Also ich greife jetzt das mal auf, was Marian Omsig gesagt hat. Uns ist natürlich lieber, der Antrag ist vollständig da und es ist nur noch ein Teil zum Abarbeiten, als sie reichen uns Bits und Pieces noch gewisse Papiersachen nach, weil das verzögert den Prozess des Prüfens und der Bewilligung natürlich noch. Also dann nochmal setzen Sie lieber drauf, dass alles vorhanden ist und dann schicken Sie uns, dann reichen Sie den Antrag ein und schicken uns das andere zu. Das, denke ich mir, ist doch das Wichtigste. Sehe ich das richtig so? Absolut. Absolut. Genau. Weitere Fragen. Wir sammeln diese Fragen. Wenn Sie also Fragen haben, nochmal spezifisch zu den Anträgen, dann würden wir Sie auch bitten, wenn Sie den Antrag ausfüllen, dann schicken Sie dem Team, das sich damit beschäftigt, die Anfragen komplett zusammen in einer Mail, damit wir auch mehrere Fragen von Ihnen gemeinsam in einer Mail beantworten können. Und sehen Sie davon ab, uns anzurufen und eine Mail zu schreiben. Also uns ist es lieber und ich glaube, es vereinfacht auch die gesamten Prozesse, wenn Sie uns Ihre Fragen schriftlich einreichen. Dann können wir auch eher darüber nochmal nachdenken, die Fragen weiterreichen, uns mit den Kolleginnen und Kollegen vom BKM auch nochmal abstimmen, bei ganz spezifischen Fragen. Und da bekommen Sie auch eine Antwort, die sicher ist und besser geklärt ist, als dann mal eben geschwind am Telefon. Also das vielleicht auch nochmal ein Appell von mir. Und ich denke mir, dass die Kolleginnen und Kollegen vom Team damit total einverstanden sind. Ja, kann ich schon mal bestätigen. Wir haben 19.59 Uhr. Ich finde, wir haben eine enorme Punktlandung gemacht und haben uns jetzt 60 Minuten. Und ich möchte mich jetzt ganz, ganz herzlich bei Marian Omsig bedanken, dass sie das so toll und souverän uns durch diesen Antrag geführt hat und uns erklärt hat, wie das funktioniert. Und ich hoffe, dass wir die meisten Ihre Fragen damit beantworten können. Ich möchte mich auch bedanken beim Herrn Schenk, dass er bei uns da war und uns zur Seite gestanden ist und uns Fragen beantwortet hat. Wenn Sie also noch Fragen haben im Nachgang, dann schicken Sie uns das bitte an die Mailadresse. Die finden Sie auf der Website, beziehungsweise ich kann Sie auch noch mal kurz sagen, für Sie ist es die Buchhandlung Buchhandlung_neustartkultur@boeuf.de. Dahin richten Sie dann bitte Ihre Anfragen und die beantworten wir Ihnen natürlich gerne. Dann bedanke ich mich jetzt bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Lassen Sie sich von Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau, Freund, Partnerin oder den Kindern einfach eines von diesen Anträgen vorlesen. Öffnen Sie sich dazu eine Flasche Wein und mampfen Sie ein großes Stück Schokolade. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Schönen Abend. Danke. Alle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.